Kennzahlenbildung geht immer aus von der Verwaltungsspitze und die sind natürlich immer sehr kostenorientiert. Und insofern geht man gerne in Bereiche heran, die relativ viele Kosten, Personalkosten verursachen. Und das ist klassischerweise der Bereich Gebäudereinigung oder auch Speisenversorgung. Die Kennzahlenuhr ist ein ganz leicht erlernbares Instrument, was sich, wie der Name schon sagt, Uhr aus mehreren Quadranten ableitet. Im ersten Quadrant zwischen 0 oder 12 Uhr und 3 Uhr finden wir die Strukturkennzahlen, im zweiten Quadranten Kennzahlen zu Kosten in Erträgen, im dritten Quadrant Produktivität und im vierten Qualität. Und es ist ein Instrument, was sich ohne theoretische oder große akademische Ausbildung recht leicht innerhalb von 1 oder 2 Stunden lernen kann und mit dem ich ein recht gutes Ergebnis erzielen kann. Was würden Sie denn erwidern, wenn der Chef die Zahlen, die die Führungskraft benötigt, nicht rausrücken möchte oder sich damit schwer tut? Wir haben die Möglichkeit, dass die hauswirtschaftliche Fach- und Führungskraft diese Zahlen selbst sammeln. Quadratmeter-Daten sind relativ leicht ermittelbar über Raumpläne, über Leistungsbeschreibungen oder Grundrisse. Es kommt immer darauf an, ob ich als hauswirtschaftliche Führungskraft damit aktiv arbeiten muss. Und dann benötige ich natürlich Personalkosten aus dem Personalbüro. Da führt kein Weg dran vorbei. Es ist eine einfache Hilfestellung, indem wir eine Vorgehensweise entwickelt haben, in einfachen Schritten zu einem recht ausgewogenen Kennzahlensystem. Und dort Erfolg ist messbar, haben wir einzelne Schritte eben dargelegt und mit Zahlenmaterial für Speisenversorgung, Wäscherei oder Gebäudereinigung hinterlegt, sodass man nach Lektüre dieses Buches in der Lage ist, ein einfaches und ausgewogenes Kennzahlensystem für die Einrichtung zu entwerfen.